Max, wenn ich du wäre, falls du wirklich gewinnen solltest und auf die Bühne gehst, ja, musst du irgendwas Blödes sagen. Das mit dem Mehmet, das man da auf YouTube immer sagt. Wie heißt das? Ich freue mich an erster Stelle für Mehmet, Digga. Ja, mit dem Mehmet, der hat den Kehrstand. Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man sehen kann, bin ich nicht bei mir zu Hause, sondern, liebe Freunde, ich bin da auf der Tankstelle. Da finden nämlich heute die Austrian Video Awards statt. Also es geht jetzt da gleich in die Gösserhalle, ich freue mich schon mega. Ich habe übrigens heute das Shirt meiner neuen Kollektion drunter an. Das zeige ich euch aber noch nicht, das bleibt geheim. Wir sind jetzt gleich auf der Veranstaltung, die Austrian Video Awards. Ich bin ja nominiert für einen Preis, mal sehen, ob ich den abstaube oder nicht. Wir treffen später noch Anita und Andrea und dann werden wir sicher irgendeinen Blödsinn dort machen. Let's go, ab auf den roten Teppich. 18 Uhr war angesagt, soll ich da sein? Jetzt ist natürlich nach 18:30 Uhr. Pünktlichkeitsmaster Number One, so wie man mich kennt. Da hinten steht, glaube ich, schon KS Freak. Mal schauen, was der da macht. Du warst letztes Jahr, glaube ich, auch schon nominiert, oder? Nein. Man kannte ihn letztes Jahr, glaube ich, noch nicht. Wurde dann darauf hingewiesen, nee, da gibt es ja einen Maximilian. Und ja, mit viel Bargeld habe ich es mir leisten können, mich nominieren zu lassen. Und hast du ihn in den Award auch gekauft? Nein. Also ich habe die Anzahlung gemacht und wenn ich den Award dann abzahle, ist der Rest so, weil es ist eigentlich abgemacht. Ah, okay. Sehr gut. Dann wünsche ich dir schon ab. Danke. So, schauen wir mal durch. Wen haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? Bist du nicht fast ein Konkurrent von mir eigentlich? Heute schon. Der ist mit mir in einer Kategorie nominiert. Das kann schwierig werden, wenn der Brohitz Alex da am Start ist, wieder knapp im Schiff. Das ist Pech. Hast du halt den Anzug vom Papa aus? Aber schön, dass du schon reinpasst. Gut, schauen wir, wer da noch kreucht und fleucht. So, perfekt. Ich trinke jetzt mein erstes warmes Gösser in der Gösserhalle. Die perfekten Voraussetzungen eigentlich. Jetzt warte ich nur mehr auf Anita und Andrea. Bin gespannt, wie viel zu spät die heute kommen. Alle haben sich's gewünscht, aber keiner hat's vermisst. Andrea und Anita. Dann gehen wir wieder, gell? Ciao. Du meinst, du hart spielst. Wehe, du gewinnst nicht, da kann ich dich verarschen. Sieht man überhaupt deine Krücken? Aber Gott sei Dank bist du auch underdressed, nicht nur ich. Was bist du? Oh mein Gott. Andrea hat sich wieder mal entschlossen, nichts anzuziehen. Das packt nicht einmal der Autofokus. Na, sehr aus. Okay. Du weißt schon, dass wir nicht am Praterstern, sondern in der Gösserhalle sind, oder? Warte, immer mal kurz das Getränk ab, ich muss mich zwei Sachen gleichzeitig machen. Also ich merke schon, du hast anscheinend, war dein Plan, dass dich irgendwie auf ein gratis Getränk hat. Und das hat schon funktioniert, Max. Danke, danke. Ich habe mir jetzt extra einen Bläser aufgemacht, weil ich so underdressed bin. Für ein gratis Getränk? Ah, scheiße. Für ein gratis Getränk macht es natürlich alles. Das stimmt ja gar nicht. Okay, für weniger, für einen Schluck. Was ich halt noch nicht weiß, ist, es sind sowieso alle Getränke umsonst. Also da habt ihr es gemeinsam. Nicht nur billig, sondern umsonst heute. Okay. Sag, und wie geht's dir? Mega gut. Ich bin jetzt im guten Game. Yeah. Wir haben heute irgendwas Cooles vor. Zuerst, glaube ich, gehen wir mal wohin, wo wir ein besseres Licht haben, oder? Nein, zuerst gehen wir mal aufs Klo. Ich muss auch aufs Gemüse und so ganz dringend. Okay. Angeblich, Lulu. Oder AA. Genau, das habe ich nach oben. Krappe, ist das erste Mal, dass du in Wien nicht reingelassen wirst, oder? Ich finde das nicht, dass man einen Buch sagen will. Wo wollt ihr so mittig, oder was? Das ist ja komplett cringe. Diese voll klein. Ja, Schatz, das kann ja nicht so. Ich stelle mich mal so her. Okay, gut, lieber Leute, wir haben heute ein Spiel. Wir spielen, wenn ich du wäre. Das heißt, wir geben uns gegenseitig Aufgaben auf. Mit wenn ich du wäre, würde ich das und das machen. Und der andere muss es machen, weil sonst hat er verloren. Bitte nichts für ein Grab, wenn es geht. Die Andrea hat ihm doch damals gesagt, du wolltest mit ihm schmusen, oder? Ich weiß nicht, ich war ein bisschen mit Cola, was sagen wir immer? Cola. Cola. Cola, ja. Cola. Cola. Das ist aber eindeutig zweideutig. Okay, Max, du bist jetzt dran. Okay. Und zwar, wenn ich du wäre, Max, weil wir hoffen ja, dass du heute gewinnst bei diesem Award. Max, wenn ich du wäre, falls du wirklich gewinnen solltest und auf die Bühne gehst, ja, musst du irgendwas Blödes sagen. Das mit dem Mehmet, das man da auf YouTube immer sagt. Wie heißt das? Ich freue mich an erster Stelle für Mehmet, Digga. Ja, mit dem Mehmet, der hat den Kehrstand. Nur das? Nein, nein, nein. Und doch, nein. Doch, ich bin Freund. Das du ist der Witz. Andrea. Ma! Okay, dann nur das. Okay, ja, passt okay. Gut. Los let's geht's. Go. Scheiße. Wie er die ganze Zeit trinkt, wie er die ganze Zeit trinkt. Beliebt bei den Fans. Der Lifestyle unserer YouTuber in Österreich kann sich sehen lassen. Hier sind einige Vorbilder aus der Kategorie Lifestyle. Maximilian ist ein DJ und Designer mit eigenem Modeliebe. Als Streetrunner köpfelt er überall runter und in seinem Fashionstudio präsentiert er coole Mode. Auch seine Oma.
Schau mal. Max! Ich bin drei Herren, ja? Das wird spannend. Und wir schauen mal rein, gewonnen hat in diesem Jahr Maximilian. Zuallererst möchte ich sagen, ich freue mich an erster Stelle für Mehmet Digger. Was ein super Typ. So, Freunde, einen Tag später, man sieht es, es war ein relativ langer Abend. Es wurde hier natürlich noch mein Preis gefeiert. Dementsprechend wenig Videomaterial ist dann noch entstanden, dafür wurde dementsprechend viel Limonade getrunken. Ich sitze jetzt da gerade am Videoschnitt, da hinten bringt die Selina Blockster ihr Make-up zu Ende, glaube ich, irgendwas in der Art, macht das Video jetzt fertig und dann geht's ab auf die Bühne, relativ laut schon wieder da oben, Autogramme schreiben, da sind wir am Ende des Videos, ich hoffe, es stört euch nicht, dass diesmal ein bisschen ein kürzeres war, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video, liebe Freunde. Nicht vergessen, Upcoming Modemarke MAM, 5. Dezember, seid alle am Start. Das war's von mir, euer Maximilian.